Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einem stürmischen Dienstag tummeln sich morgen dicke Wolken am Westsachsenhimmel. Mit Regenschauern starten wir in den Tag. Gegen Nachmittag lässt sich auch mal die Sonne blicken. Der Donnerstag bleibt niederschlagsfrei. Bei einem Sonne-Wolken-Mix klettert das Quecksilber bis auf 11 Grad. Am Freitag müssen wir uns schon wieder auf heftige Windböen einstellen. Der Tag beginnt trocken. Später ziehen sich die Wolken zusammen und uns ereilen mehr oder weniger heftige Regenschauer. Auch der Samstag wird ein recht ungemütlicher Tag. Die Spitzenwerte bewegen sich dann um die 7 Grad. Es bleibt den ganzen Tag über trübe und verregnet.